Jetzt nicht. Moin, ich bin... Am Ende meiner Nerven. Ich bin taub, ich bin stumm, meine Synapsen machen, was sie wollen. Ich kann nicht einen einzigen klaren Gedanken fassen. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Das geht aber nicht, wenn alle 5 Minuten jemand anders klingelt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie gerade einiges durchmachen. Ich bin so kurz vor einer Schreibblockade, so kurz. Und es würde mir sehr helfen, wenn man mich ab jetzt in Ruhe lassen könnte. Entschuldigung, bin ich hier nicht richtig bei Benning? Herr Benning versucht zu arbeiten. Kann das denn kein Mensch verstehen? Hier, handsigniert Erstausgabe. Gern geschehen, Wiedersehen. Da ist ein Kommafehler. Wo ist ein Kommafehler? Nee, da ist kein Kommafehler. Ich wollte nur nicht, dass Sie die Tür gleich wieder zuknallen. Ach, Sie sind ja... Heiko Schotte von der Reinigungsfirma Lausen GmbH. Mein Chef hat mir gesagt, ich soll hier sauber machen. Hier ist doch jemand gestorben, oder nicht? Ach, Sie sind der Putzer. Ich bin Tatortreiniger, das ist ein Unterschied. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere vor Entsetzen übergeben. Aha. Guter Satz. Man merkt aber, dass Sie den nicht zum ersten Mal benutzen. Ja. Also soll ich jetzt reinkommen oder nicht? Es ist gerade schlecht. Na gut, dann müssen Sie mir aber hier quittieren, dass das nicht an mir lag, ne? Und was ist mit dem Blut? Da drin ist alles voller Blut. Da weiß ich nicht, müssen Sie eben selber machen, ne? Und zwar möglichst bald. Sonst haben Sie ganz schnell Mitbewohner. Gern geschehen. Wiedersehen. Halt, jetzt gehen Sie nicht. Es passt doch. Wie ist das Zauberwort? Trinkgeld. Sie fassen nichts an. Sie machen das Blut weg. Alles andere fassen Sie nicht an. Ich sehe gar kein Blut. Hier. Ich hab's abgedeckt. Unter den Zeitungen. Danke. Darf ich fragen, was passiert ist? Die Polizei ermittelt noch. Es muss so eine Art Explosion stattgefunden haben. Und es gab eine tote Person. Fest steht, die Person war im Besitz eines Wohnungsschlüssels. Und geklärt ist, warum sie sich in meiner Wohnung aufhielt. Ich war zu dem Zeitpunkt außer Haus bei der Lesung eines Kollegen. Sonst wäre ich jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls tot. Und das fällt mir nicht leicht, zu akzeptieren, dass mir die unterirdisch schlechten Gedichte des Kollegen Hugelmeier wahrscheinlich das Leben gerettet haben. Man weiß gar nicht, wer der Tote war. Doch, meine Tante. Ihre Tante? Tja, mein herzliches Beileid. Bitte was? Mein Beileid. Was meinen Sie damit? Wie, was meine ich damit? Was meinen Sie mit Beileid? Ich meine damit, es tut mir leid. Sie leiden unter dem Tod meiner Tante? Ja, nee, nicht direkt. Na also, ich frag mich, was das sein soll. Ein Beileid. Beileid. Dahinter steckt die Annahme, dass es ein Leid gibt, ein eigentliches, nämlich das des Angehörigen und ein danebengestelltes. Ein Beileid. Sprachkorruption in Reinform. Ich hasse das, das ist ganz schrecklich. Ja, was soll man denn sonst sagen? Guten Tag, wie geht's Ihnen? Meine Tante ist gerade gestorben. Ja, ist mir doch wurscht. Manchmal reicht es vielleicht, etwas einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, ohne sofort reflexhaft mit Floskeln um sich zu schießen. Wasser. Was? Wasser. Was ist? Wasser, ich brauche Wasser zum Putzen. Ich wollte es jetzt so kurz wie möglich sagen, damit es nicht so floskelhaft rüberkommt. Die Vermeidung von Floskeln entsteht nicht durch die Vermeidung vollständiger Sätze. Da drüben in der Küche, da ist Wasser. Brauchen Sie sonst noch was? Nee, ich habe alles dabei. Ja. Ich bin dann hier im Nebenzimmer und versuche zu arbeiten. Haben Sie geraucht? Ja. Ekelhaft. Ja? Ich verstehe Ihren Drang, die Welt an Ihrem Tun teilhaben zu lassen, aber es wäre trotzdem wunderbar, wenn Sie ein bisschen leiser sein könnten. Leise. Keine Geräusche. Leise!
Denken Sie, das ist möglich? Gib mir Mühe. Ja, wunderbar. Ich gebe mir nämlich auch Mühe. Und auf dieser Basis erreichen wir die friedliche Koexistenz zweier völlig unterschiedlicher Arbeitswelten. Haben Sie mich gerade nachgeäfft? Was? Nachgeäfft, haben Sie gerade? Also ehrlich gesagt, so wie Sie reden, hört sich das so an, als ob Sie selber gerade jemanden nachäffen. Keinen, den man mag. Zum Glück bin ich nicht in der emotionalen Situation darauf angewiesen zu sein, dass Sie mich mögen. Nee, ist gerade ganz schlecht. Ich bin hier bei einem Verrückten. Nochmal. So. Ist leise. Und so. Ist laut. So. Kann ich denken. Und so. Kann ich nicht denken. Synapsen sind sehr empfindliche Nervenenden. Und wenn die immer wieder von vorne anfangen müssen, weil sie ständig unterbrochen werden, weil irgendetwas bimmelt oder klingelt oder quatscht und dröhnt, ja? Die sind dann frustriert. Dann geht nichts mehr. Und das ist dann eine Schreibblockade. Was machen Sie da? Nichts, gar nichts. Putzblockade. Was? Ja, kann ziemlich lange dauern. Na gut, ich gebe zu, wenn ich unter Stress bin. Tut mir leid. Hier, jetzt geht gar nichts mehr. 50 Euro? Das wird besser. 100, wenn ich nichts mehr von Ihnen höre. Ich glaube, ich kann weitermachen. Ich war doch jetzt wirklich. Das liegt doch gar nicht an Ihnen. Ich bin ausgebrannt, ich bin leer. Seit Tagen suche ich den richtigen Ausdruck dafür, wie jemand die Treppe hochgeht. Schwebt ist zu mädchenhaft. Alte ist zu hektisch. Bewältigte die Treppe, das ist zu martialisch. Stapfte ist zu trampelig. Schritt die Treppe hoch, ist zu majestätisch. Seine Füße fraßen die Stufen der Treppe. Das ist an sich ganz gut, aber zu aggressiv. Das müsste leichter sein. Die Treppe trug ihn nach oben, ist wiederum zu passiv. Zwischendurch war ich auch bei er treppte sich nach oben. Ja, da bin ich aber ganz weg von. Hüpfen ist zu kindisch. Tanzen, das ist albern. In meinem Kopf, da staunen sich die anderen Figuren und warten darauf, dass der Held endlich oben ankommt, damit es weitergeht. Aber ich lasse den so lange nicht oben ankommen, bis ich den richtigen Ausdruck dafür habe. Das tobt in meinem Kopf, es tobt. Das ist vielleicht blöd, aber warum nicht einfach, er ging die Treppe hoch? Ja, wenn das so einfach wäre. Woher soll der Leser denn wissen, dass der Gang über die Treppe den beruflichen Aufstieg des Helden symbolisiert? Ja, verstehe. Ja. Ging die Treppe hoch.
ging die Treppe hoch. Das hieß ja, er hatte überhaupt gar kein Bewusstsein für die Gefährlichkeit dieses Unterfangs. Woher soll der Leser denn wissen, dass die Treppe Gefahr symbolisiert? Kann ja stolpern. Wollen Sie was trinken? Kaffee, Bier? Champagner? Nee, danke. Ist toll, wie Sie das machen. Einfach toll. Danke. Und Sie sind also ein Tatortreiniger. Was macht eigentlich so ein Tatortreiniger? Backt Brötchen. Ah, ein Scherz. Gut. Gut. Und das hier? Das ist ein sogenanntes Reinigungsmittel? Das Natriumhydroxid. Ist hochgradig ätzend. Ganz schön anstrengend, so ein Buch zu schreiben, ne? Jo. Ich habe auch schon mal was von Ihnen gelesen. Oh, welches Buch? Das war das, wo einer mit dem Gesicht nach unten auf den Kopierer gefesselt war. Und dann wurde der mit 3000 Kopierblitzen geblendet, bis er blind war. Der kopierte tot? Ja, das war super. Das war nicht von mir. Ich schreibe ja auch. Tatsächlich? Ja, es sind nicht Romane oder so, mehr so Reime. Ich glaube, von allen Tieren hat der blaue Wal mit Sicherheit das größte Genital. Wie finden Sie das? Ja, ich finde es auch ganz gut. Wenn Sie den mal benutzen wollen oder so, habe ich nichts dagegen. Vielen Dank. Kann ich Sie mal was fragen? War das schon die Frage? Hä? Also zwei Fragen. Ja. Bitte. Berührt Sie das eigentlich gar nicht, dass Ihre Tante hier gestorben ist? Wie kommen Sie darauf, dass mich das nicht berührt? Naja, also normalerweise, ne? Da sind die Angehörigen immer betroffen und heulen rum. Und Sie sind nur damit beschäftigt, ob es jetzt heißt, er ging die Treppe hoch oder lief die Treppe hoch. Hat Ihnen Ihre Tante nichts bedeutet? Der Tod meiner Tante ist ein schrecklicher Verlust für mich. Das war eine sehr außergewöhnliche Frau. Und deshalb werde ich auch über sie schreiben. Ja, aber ich meine, normalerweise, da heult man, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das kann ich mir aber nicht leisten. Wieso das denn? Naja, ich kann jetzt zusammenbrechen und losheulen wie ein Schlosshund. Aber dann? Ja, was wäre denn dann? Dann wäre die Emotion weg. Verbraucht, ausgelebt. Meine Tante wäre begraben und irgendwann setze ich mich an den Schreibtisch und will den Schmerz von jemandem beschreiben, der jemanden verloren hat. Und dann ist da kein Schmerz mehr. Hm. Verbraucht. Weggeheult. Und ich finde, meine Tante hat mehr verdient als meine spontan hingeheulte Verzweiflung. Ja, die hat mehr verdient. Mindestens eine Novelle. Eine Novelle? Und deshalb kann ich mir Sentimentalitäten nicht leisten, heulen oder schreiben. Es geht nur eins von beiden. Also irgendwas hört sich daran nicht so gesund an, finde ich. Ja, das ist richtig. Ja, aber manchmal spüren Sie doch auch mal was Spontanes. Ohne jetzt gleich zu überlegen, wann Sie das mal benutzen können oder nicht. Selten. Ja, dachte immer, schreiben wir was Tolles. Also ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mit Ihnen tauschen. Dagegen ist Blut wegputzen ja der reinste Traumjob. Ja, dazu gibt es eine sehr interessante Disputation im Dr. Faustus. Thomas Mann hat dazu einen fulminanten Klappentext. Brauchen Sie nicht. Doch, doch. Nee, ich muss hier eh weitermachen. Es geht genau um die Extraktion von lassen Sie einfach. Leben im Dienste der Literatur. Nein, lassen Sie das doch. Ah, ich hab's. Jetzt hier lassen ist Sie es. Ich lassen Sie es. Das Buch da stehen! Ich hasse dieses Buch. Was kann ich nicht leiden. Haben Sie es gelesen? Hä? Ob Sie es gelesen haben? Ob ich... Ja, das oder ein anderes. Ich meine, wo ist der Unterschied bei diesem Mann? Thomas Mann, kriege ich Allergien, wenn ich den Namen nur schon höre. Also ich finde, der wird einfach überschätzt. Ach, tatsächlich? Ja. Ja, ich meine, so wie der schreibt, oder? Ich meine, das ist doch derart... Ja, also ich finde es einfach... Hm? Schuppig. Was? Ja, ich finde, das meiste, was er schreibt, ist sehr schuppig.
Schuppig. Was meinen Sie mit schuppig? Ja. Ah. Ja. Ach, meinen Sie schuppig im Sinne von Schuppen. Panzer. Schuppenpanzer. Ja. Aha. Ja. Sie meinen die Verneinung des Gefühls hinter einem Hinter einem Panzer. Ja, ja, genau das meine ich. Ach, die Panzerung als Zentralthema des manchen Kosmos. Interessant. Ja, im Gegensatz zu Thomas Mann werde ich meistens eher unterschätzt. Aha. Ja, 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 aber zu dieser Interpretation muss ich sagen, ja, dass die transparente Beschreibung hochkomplexer, emotionaler Vorgänge. Oh, das hat jetzt wehgetan, oder? Aua, aua. Das Alltägliche ist ja oft am schwersten zu beschreiben, das ganz Normale. Er ging die Treppe hoch. Ja, hat mich fast eine Woche meines Lebens gekostet. Ja, bitte? Guten Tag, Herr Benning. Wir wollen nicht lange stören. Wir wissen, dass Sie sehr beschäftigt sind. Wir sind auch inoffiziell hier. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, es geht um einen renommierten Buchpreis. Oh. Ja, kommen Sie rein, bitte. Ja, Herr Benning. Ich darf ja auch noch nicht darüber reden, aber ich kann Ihnen inoffiziell mitteilen, Sie sind nominiert. Ah ja, das freut mich. Wir freuen uns auch. Und ich kann Ihnen auch noch sagen, dass Sie eine hochkarätige Konkurrenz haben. Aber zwitscher, zwitscher, zufällig weiß ich, dass Sie der Favorit sind. Psst, von mir haben Sie das nicht. Ich weiß von nichts. Dann stellen Sie sich mal den nächsten 14 Tagen auf einen überraschenden Anruf ein. Luise. Danke. Ja, dann, der Benning muss noch arbeiten. Ja, darf ich Ihnen so zwei handsignierte, so? Oh, ja. Oh, das ist ja nett. Vielen Dank. Ja, also, dann sehen wir uns in Frankfurt. Nein. Nicht? In Umfeldstadt bei Süßenborn. Aber keine Sorge, Sie bekommen noch eine genaue Wegbeschreibung. Entschuldigung. Ja? Darf ich fragen, um welchen Preis es sich genau handelt? Nein, das dürfen Sie nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie auch in Thüringen viele Fans haben. Zum Beispiel bei der Kulturinitiative Thüringer Landfrauen. Luise, jetzt hast du fast zu viel gesagt. Also, Wiedersehen. Kulturinitiative Thüringer Landfrauen. Kulturinitiative Thüringer Landfrauen? Oh, wie können die es wagen? Wie können die es wagen, mir so einen Provinzpreis anzubieten? Ich war zweimal nominiert für den Preis des Deutschen Buchhandels. Und einmal für den Joachim-Ahne-Preis! Und die laden mich ein nach Umpfelmumpf. Wollen Sie das Gefühl nicht aufschreiben? Nein, das will ich nicht! Ich will den Deutschen Buchpreis! Bedeutung. Es geht um Bedeutung, was es bedeutet. Was bedeutet? Das Leben, alles. Was alles bedeutet. Ich möchte was schaffen, was Bedeutung hat und nicht nur so für den Moment. Ich möchte so gut sein, dass ich am Ende meines Lebens Spuren hinterlasse. Also wenn ich gut bin, sind die Spuren am Ende immer alle weg. Macht Ihnen das keine Angst? Nö. Wenn Sie wüssten, Sie hätten ab jetzt, sagen wir mal, noch eine Stunde zu leben, was würden Sie machen? Weiß ich nicht. Vielleicht einen Abschiedsbrief schreiben. Sehen Sie, Sie würden schreiben. Thank you.
Schreiben Sie da was über mich? Lassen Sie sich nicht stören. Ja, das stört mich aber. Warum? Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie da schreiben. Haben Sie nicht manchmal das Bedürfnis, dass das, was Sie tun, in einem größeren Bedeutungskontext betrachtet wird? Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Habe ich, glaube ich, kein Bedürfnis. Und wie würden Sie es finden, wenn das, was Sie tun, wert wäre, in einem Buch beschrieben zu werden? Weiß ich nicht. Dass vielleicht 2 Millionen Leute lesen. Na gut, da muss natürlich auch mein Name mit drinstehen. Sonst glaubt mir das ja keiner. Heiko Schotte. Schotti reicht. Und die Franzi, die dreht durch, wenn die das erfährt. Ich zeige mal meine Sachen. Hier, zum Beispiel das hier, ne? Das ist ganz interessant. Das ist der Deckel von der Acetonflasche. Den tue ich immer gleich hier oben auf den Kofferrand. Weil der geht irrsinnig leicht verloren. Ne? Und das hier, Amidosulfin, damit sprühe ich immer die Blutflecken ein. Und zwar immer zuerst von unten nach oben. Ja. Hier. Ah! Das hier, ne? Das ist die böse Dose. Da kommen eventuelle Reste rein. Also wenn man Finger gefunden wird oder sowas. Kann ja nicht einfach so in den Müll. Und was war das? Was ist das hier? Ha? Das ist mein Wurstbrot. Kann ich das mal sehen? Das Wurstbrot? Ja. Na sicher. Ja. Graubrot, bisschen Butter, Mortadella und Gurke. Selbstgemacht? Hm? Können Sie es mal liegen lassen? Klar. Mhm. Ja. Sie brauchen nichts erklären. Machen Sie einfach Ihre Arbeit, so wie immer. Ich schreibe mir eine ganze Menge über das Wurstbrot jetzt. Das Wurstbrot ist genial. Aber ich bin schon auch noch mit dabei, ne? Das ist ein Wurstbrot. Was ist denn daran genial? Es ist gleichzeitig tot und lebendig. Was? Das Brot als Symbol für das Leben, die Wurst steht für Verwesung und die Gurke hat Witz. So, hat sie das? Ja. Wenn ich nicht mehr mit dabei bin, dann kommt das Brot auch raus. Nein. Doch, das ist mein Wurstbrot. Ich lasse mich doch nicht durch ein Wurstbrot ersetzen. Zu spät. Hab schon alles aufgeschrieben. Sogar den Geruch. Also das. Ja, was regen Sie sich denn jetzt auf? Ja, weil... Weil Sie sich in Ihrem Innersten eben doch nach Bedeutung sehnen. Nee, so ist das nicht. Doch, so ist das. Das steckt in jedem Menschen. Wir wünschen uns ein Vorhandensein in einem größeren Zusammenhang. Ist aber leider nicht jedem vergönnt. Ja, nicht jeder kriegt den Preis der Thüringer Landfrauen verliehen. Aua. Und ich muss jetzt wie lange? In 2 Stunden ist der Nebel weg. Und ich dann auch. Gern geschehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt nicht. Können Sie die Tür leise zumachen, bitte? Meine Tante war die schönste Frau der Welt. Sie stand in der kleinen, holzgetäfelten Küche ihres Bauernhofs und machte mir ein Wurstbrot. Ich fragte, Tante Agathe, aus was genau wird eigentlich die Wurst gemacht? Und so beginnt die Geschichte von meiner Tante und von mir und der Erkenntnis, dass wir sterblich sind, mit einem Wurstbrot.